body, nine, four, five, six, heel. Deutsche italienische ein anderes kam nach Mailand, nach der Sophia, guten Tag. Mein Name ist Capelli Martina. Ich rufe Sie an, um eine Adressliste von Hersteller von Scheiben zu erhalten. Heute würden wir die Liste anfertigen. Könnten Sie die Kosten und Lieferzeiten von jeder Firma billigen? Ja, wir senden heute die Liste. Was ist Ihre Mail? Martina.capelli@peck.it. Ich weiß, und wie viel kostet Ihre Leistung? Ja, das würde 90 Euro kostet. Zahlung mit Banküberweisung. IBAN ist 5005305836699. Ja. Perfekt. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, Brembo S.p.A. ist die beste Wahl. Guten Tag und willkommen. Die Brembo S.p.A. ist ein tätiges italienisches Unternehmen mit Sitz in Turno. 1961 gründeten Italo Breda und Emilio Bombassei in Sombreno Palladina di Brembo S.p.A. Der Name ist ein Akronym von Breda Emilio Bombassei, aber bezieht auf den Fluss Brembo. Geschäftssitz ist in Sezzano. Das Unternehmen mit 6.700 Mitarbeitern in Italien hat Filialgeschäfte in Brasilien, China, Mexiko, Japan, Nordamerika, Polen, Spanien, Schweden, Großbritannien. Das ist die Präsentation von unsere besten Scheiben. Brembo ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Erstellung von Bremsscheiben. Durch Integration der Fertigungsprozesse und Implementierung der besten Planungs- und Ausführungstechnologie stellen die Brembo Werke weltweit knapp 50 Millionen Scheiben pro Jahr. Dank der Erfahrung und Know-how in der Entwicklung ganzheitlicher Systeme ist der Konzern in der Lage, immer leistungsfähigere Bremsscheiben zu entwickeln und Aspekte wie Komfort, Leistung, Gewicht und Kostenlaufen zu verbessern. Das Bremsscheibenprogramm von Brembo umfasst den ganzen Automobilmarkt. Dem neuen Lackscheibenbremsenkonzept, das Daimler zusammen mit Brembo als grundlegendem Partner bei der Produktentwicklung erstellte,
ist 100 bis 15% leichtere Scheibenbremse zu verdanken, die zwei verschiedene Werkstoffe miteinander verbindet. Gusseisen und Stahl. Dies sorgt für optimale Ergebnisse in puncto Kraftoffensivsparung und weniger Umweltbelastung.